auf ein neues Nennen, ja? Die Mission ist knackig ohne Ende, aber diesmal schaffen wir es. Bist du optimistisch? Mal gucken. Meinst du nicht? Naja, du bist unterernährt und... Warte mal, Dosenlachs. Moment. Zieh mir mal Dosenlachs rein. Ja. Ah, bin wieder gesund. So, dann quatschen wir die zwei kurz an hier. Kann es auch überspringen? Nee. He sent you, didn't he? Ja, du musst ja dann entscheiden. Well, I'm not coming. I can't go back to him. We're in love. Ja, ihr seid verliebt, wir wissen es. Also ich glaube, der Trick ist, ein bisschen weiter hinten zu bleiben und die hauptsächlich, die von vorne kommen, abzuknallen. Wir haben jetzt neue Munition gekauft übrigens. Hauptsächlich ich. Ja, und als ich welche kaufen wollte, war sie ausverkauft übrigens. Echt jetzt? Mhm. Danke dafür. Helfen. Ich wusste gar nicht, dass man den ausverkaufen kann, den Typen. Scheinbar schon. Wie viel Munition hast du jetzt fürs Gewehr? Wagons outside. Money there too. He will have sent men to watch you people. They'll know you're trying to help us. Then we best be quick. Ich muss schauen, ich habe drei Gewehre. Drei? Naja, hast ja wohl genug. So, Möhrchen, du alte Zippe. Ich wäre so gern bei denen mit auf dem Wagen mit dir fahren einfach. Guck mal, ob das geht. Warte mal, geht das nicht? Warte mal, ey, Mann, ihr Schweine, ich wäre jetzt auch mitgekommen. So, ich fahre jetzt mal bei den Wagen mit. Das hätte ich auch lieber gemacht, weil ich sonst immer irgendwo gegenreite. Kann ich nicht irgendwie draufspringen? Ich fürchte nicht. Guck dich doch mal an. Ich gerade über einen Haufen geritten. Ja, ich meine, es hat in dem Sinne geklappt, ne? Ich weiß nicht, ob das so klug ist, wenn wir beide hier auf dem Wagen sind. Gehst du wieder runter? Was soll denn das heißen? Jetzt haben wir sie kaputt gemacht. Ich geh wieder runter. Der Tod, ja. Komm, Möhrchen. Ich komme. Du bleibst auf dem Wagen und schießt, ja? Bitte nicht auf mich, denn der Nackte ist tabu. Hab ihn. Lauf doch mal, du blöde Möhre. Wie sieht's vorne aus? Hier hinten ist alles weg. Ja, da kommt von links kommen sie. Okay, einer ist weg. Der ist, glaube ich, auch weg. Sehr gut. Wo bist du? Da. Bloß nicht sterben. Halte durch, Nenja. Diesmal schaffen wir es. Vom Balkon, ja? Was? Ja, beim Glück ist verliehen. Hau. Hab mich angeschossen. Ich wollte gerade sagen, kann ich dich gar nichts essen? Doch. Nur laufen, Paul. Geht's vorne? Hinten ist sauber. Jetzt kommt der olle Zug, ne? Ja, der ist blöd, ich weiß. Du bist noch nicht gestorben, ne? Ich sehe, wie er sich anstellt. So. Geht's hier vorne? Okay. Halt nur durch, denn ja. Siehst du den? Was ist der Typ? Oha. Zieh, Nenja. Wir schaffen das. Aus? Noch gut. Ja, aber
weil ich bin halt noch nicht da, ne? Nein. Wo sind sie? Wo reiten sie denn? Boah. Was ein Gemetzel von... Ja, du. Ich wollte gerade sagen, hör auf damit. Sieht gut aus. Es sieht gut aus. Also noch. Okay, Katzi. Oh Gott sei Dank. Why won't he leave us alone? How many more of them we gotta kill? He'll never leave us alone. He'll keep saying you kidnapped me until some other fool comes and kills you. Jetzt kriegen wir das Geld, Nenya. Or me, or both of us. No. We'll run. Somewhere hot. Mexico. Australia. Here. Take this. Wie wollen die dahin rennen? Thank you. For ja. being a decent human being. Run im Sinne von fliehen. We got hit by a train. Tell him to go hang himself. Tell him whatever you want. Just let us go. Cliff, isn't it also romantic? Ist das nicht romantisch? Wir haben es geschafft. Warum nicht gleich so? Haben wir es geschafft? Ja, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Naja, wir haben es noch nicht beim Sheriff abgegeben. Naja, was soll da noch passieren? Diese, alle nicht so wild. Warum bin ich nicht gleich auf den Wagen gesprungen? Weiß ich nicht. Weil ich dir das nicht vorgemacht habe. Ich hab's ja auch probiert. Ich hab, glaube ich, die falsche Taste gedrückt. Es war, glaube ich, ganz gut, dass wir nicht da zusammen doof gesessen haben. Sonst hätten wir uns gegenseitig erschossen da oben. Das geht ja nicht, wir beide uns gegenseitig. Ja, dann hätten wir uns halt die Kugeln abgewehrt. So, warum haben wir denn da erst eine Weile gesessen? Weil wir hier gerne sitzen. Ach, da kommt noch einer angelaufen. Mission abgeschlossen. Nee, doch nicht. Rangaufstieg. Was krieg ich denn für einen Rang? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ach, ich krieg neue Sachen, oder wie? Schafsfelljacke. Nein. Repetierflinte. Eine Satteldecke. Ausgetretener, alles klar. So. Jetzt hier wieder raus. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind die großen Helden. Disco. So, jetzt haben wir nur 8 Minuten für die Aufnahme. Was machen wir jetzt? Tja. Dann würde ich mal sagen, kleines Kopfgeld noch. Rennserie. Na, die ging ja immer daneben. Naja, die Rennserie hat nicht geklappt. Dann hier ist ein Tumbleweed, ist noch ein Kopfgeld. Na, dann reiten wir dahin. Ab nach Tumbleweed, ist nämlich relativ in der Nähe hier, komm. Juhu! Ich meine, es war ja dann in dem Sinne recht einfach, ne? Ja. So, wer reitet denn da vorne? War ja in dem Sinne recht einfach. Warum hast du das jetzt getan? Das müssen wir machen. Das müssen wir machen. Das ist wichtig. Ja, das ist ganz toll. Ich reite schon mal vor. Ja, mach das. Lass dich erschießen. Nein, lass mich ja nicht erschießen. Das ist wichtig. Wofür? Warte mal, wo bist denn du? Da. Das ist immer so eine Sache. Jeder braucht sein Markenzeichen, weißt du? Das hast du schon bei Kasso Kevin allein zu Hause. Du hast doch schon 3 weg. Hast du Kevin allein zu Hause eigentlich gesehen? Ja, hey, aber du hast doch schon 3 Markenzeichen weg. Welche denn? Ja, nichts treffen, immer nur Chaos stiften und Was macht denn der hier? Fragwürdige Figuren erstellen. Ich bin gleich da. Ja, ich verdünnisiere mich. Nee, mein Markenzeichen ist, wie in Kevin allein zu Hause, da gab's auch die hatten das Markenzeichen, die feuchten Banditen, die haben immer so den Wasserhahn aufgedreht, wenn sie irgendwo eingebrochen sind, ne? Und ich bin der schleifende Gauner. Also, weißt du, ich pack die ans Lasso und dann, verstehst du? Das ist mein Markenzeichen. Der schleifende... Nicht verstehen. Man nennt mich der schleifende Gauner. Verstehst du? Der hat mich angeschossen. Der hat, während ich ihn hinter ihn hergeschliffen habe, hat der auf mich geschossen. Ja, der war ein bisschen tougher als du. Ich bin unterwegs. Bist du schon da? Ich bin gleich da, ja. Mach ja nicht so einen Blödsinn. War der schleifende Gauner.
Bist du der schleichende Gauner, weil du so langsam bist? Nein, ich bin der schleifende Gauner. Schleichen, Schleicher. Mit den elastischen Beinen. So. Ach, hier ist die Brücke. Warum steht denn hier ein Gaul rum, ohne Mensch? Hast du ihn erschossen? Nein. Aber ich gehe jetzt nochmal zum Gunsmith. Vielleicht... Vorher fliege ich nochmal ein Pferd ab. Gut. Hast du... Ich bin vom Pferd abgefallen. Aber ist egal, ich war fast da. Bin fast in die Tür reingeflogen. Ja, das war also Absicht. Nice to have you back, ma'am. Hier sind überall Pferde ohne... Ja, hier ist eine Schießerei im Ort. Pass bloß auf. Ich sehe das schon. Wer denn gegen wen? Ich weiß nicht. Das ist immer noch alles ausverkauft. Kriegt die Krise. Wie schnell soll das doch gehen? Naja, so... Was zum Henker? Ach, mich hat ein Spieler getötet. Hier ist ein Sniper unterwegs. Ja, der hat sich gedacht, Anklage der Typ erheben. An und, Ich hab mal Anklage erhoben. Willst du jetzt selber das Kopfgeld für den einholen, oder was? Ne, keine Ahnung. Du hast eine Anklage gegen... Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich sehe deine Leiche hier. Möhrchen! Good to see you again. Möhrchen? Möhrchen! Oh, jetzt wurde ich auch erschossen. Von Igor Wirr. Ja, ja, das ist derselbe. Och, das ist wieder so einer, der Spaß daran hat, der... Leute zu erschießen, oder? Ja. Ja, ich muss so. Ernsthaft sagen, ich finde sowas ein bisschen, Naja, du darfst nicht vergessen, wir sind im Wilden Westen. Ja, aber die hatten doch auch einen Grund, die Leute zu erschießen, irgendwo. Ich gucke gerade, wo das... Ich laufe gerade in die falsche Richtung. Ich wollte aus dem Ort rausrennen. Steckbrieftafel. So, ich bin an der Steckbrieftafel. Ja, ich noch lange nicht. Da kann man mich nicht erschießen. Soll ich mal den Steckbrief annehmen? Da, dann können ich weiß nicht, ob ich den dann auch bekomme. Ich denke mal, dead or alive. Ich nehme den mal an, ja? Du kannst auch nur ein paar Minuten warten, dann bin ich da. Nicht mal mehr. Oder so. Wobei, jetzt sehe ich dich nicht mehr, weil du zu dich dran gegangen bist wahrscheinlich. Eben. Das wird irgendwo runtergefallen. Ah, das müsste gehen, wenn einer das annimmt. Das ist ja keine Cutscene oder so. Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Du bist weg, seitdem du an dem Steckbrief-Dings stehst. Ich nehme das mal an. Ich wette, das geht. So, Kopfgeldjäger. Tot oder lebendig? Ich bin jetzt genau. Schon wieder erschossen worden. Wieder von dem Egor-Kack-Heini. Entschuldigung. Aber sowas Egor, ist echt Egor unfair. Kack-Heini? Egor-Kack-Heini. Wo ist mein Pferd? Dann lass uns hier verdünnisieren von Egor-Kack-Heini. Mir fielen andere Wörter ein, aber ich habe sie nicht verwendet. Komm, raus hier. Hast du auch die Markierung? Ja, ne? Ja, ich will nur erstmal irgendwie aus diesem Ort raus. Ich bin das nicht ist in halt einer Nähe von dem Tybi. Das ist halt der Wilde Westen. Hier ist... Nein! Ich glaube, mir ist das Spiel abgestürzt. Och nein. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ein Standbild. Kopfgeld vorbei. Das ist abgebrochen, steht hier. Ja, ich bin nach Hause geflogen, sagen wir mal so. Ich verdünnisiere mich erstmal aus diesem Ort hier. Also ich glaube, bei mir ist Ende. Ich bin aus dem Spiel geflogen. Da würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder und wir schneiden euch was Schönes zusammen. Bis dann. Tschüssi.